Hallo, ich bin's wieder, der Master. Natürlich vom Erst auf die Madler. Und heute mache ich den Schusstest von der Taurus PT24-7. Eine sehr nette Spring Pistol. Wir werden jetzt zum Anfang an einmal 5 Energy-Trinkdosen umschießen und danach werden wir auf eine Zielscheibe schießen. Einmal aus 10 Meter und dann aus 15 Meter. Okay, jetzt schießen wir mit der Taurus aus 10 Meter Entfernung auf 5 Energy-Trinkdosen. Jawohl, das war's. Okay, jetzt schießen wir aus 10 Meter Entfernung auf diese Zielscheibe. Ich werde jetzt, sage ich mal, 5 Schüsse abgeben. Okay, das waren jetzt 5 Schüsse. Der erste Schuss ist drüber gegangen. Der zweite ist irgendwo daneben. Der dritte und vierte sind hier außen. Oder war das der vierte? Und der fünfte hier. Es ist leider keiner in das schwarze Viereck getroffen worden. Ja, halbwegs gut. Ja, jetzt werden wir aus 15 Meter schießen. Ja, ich habe zwar jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das waren 10 Schüsse. Ja, aus 15 Meter ist das Resultat eigentlich etwas besser als wie das vom 10 Meter. Denn es haben 1, 2, 3, 4, 5 Schüsse die Zielscheibe getroffen. Die restlichen sind wieder daneben. 2, eigentlich 3 sind hier im äußeren Bereich eingedrungen. Und ja, kommen wir zum Endresultat. Ja, kommen wir zum Endresultat. Diese Taurus ist für den Preis von 39,95 €, oder? Ja. Eine ziemlich gute Einsteiger-Airsoft. Ist wirklich sehr gut verarbeitet. Das Review kommt hier in die linke obere Ecke. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ja, vom Schussergebnis hierher ist sie nicht allzu schlecht. Es könnte besser sein. Aber ja, für diese Airsoft eigentlich ziemlich in Ordnung. Und mehr kann man eigentlich nicht sagen. Bis zum nächsten Mal.